beten dich an, Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es war etwa um die sechste Stunde, als die Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Jesus hing angenagelt am Holz des Kreuzes und betete für seine Peiniger. Der Vorhang im Tempel riss in zwei und er schrie mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und sterbend betete er: "Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist." Ist der Tod das Ende oder doch ein Neuanfang? Geht man seinen letzten Weg ganz allein? Allein gelassen, wann hast du dich so gefühlt? Hast du schon jemanden alleine im Stich gelassen? Jesus ist tot, einfach gestorben, von uns gegangen. Der Tod hat viele Gesichter. Unachtsamkeit, Lieblosigkeit, Ignoranz, Angst kann sich wie ein Tod anfühlen. Ausgrenzung lässt einem innerlich sterben. Gerade jetzt fühlen wir den Verlust der Gemeinschaft und der sozialen Kontakte. Einfach nicht da, fast wie gestorben. Oftmals sind wir abgelenkt und merken gar nicht, wie um uns ein Teil stirbt. Freundschaft, ein Lächeln von einem gegenüber, der Wunsch gehört zu werden und viel mehr. Jesus ist für unsere Lieblosigkeit und Unachtsamkeit gestorben. Die Symbolik des Kreuzes ist wie die Verbindungsachse von Himmel und Erde. Der Querbalken mit seinen ausgestreckten Armen erinnert uns an seine unendliche Liebe für uns. Herr, schenke mir die Weitsicht, damit ich nicht mutlos werde. Lass mich deine Liebe erfahren und schenke mir dein Licht, das aus deiner Liebe entspringt. Amen.